Meine lieben Mittelalterfreunde, herzlich willkommen zurück in Maddys kleinem Dörfchen. Seid gegrüßt, wir machen weiter mit einer neuen Runde Medieval Dynasty. Und ihr habt mir mal wieder in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte einen Bogen herstellen soll. Würde ich gerne, aber ich habe kein Leingarn. Und ich weiß für den Moment nicht, wo ich das herkriege, deswegen wird das nix. Den kann ich auch nicht nehmen. Ist ein bisschen doof. Aber wir kriegen es auch ohnehin. Ich nehme mir mal ein bisschen Fleisch raus und werde jetzt die Produktion ein bisschen ändern. Denn ihr habt völlig recht, ohne Fleisch kein Trockenfleisch. Das heißt, wir müssen die Intensität ein bisschen runterschrauben. Wir gehen mal auf 25 und gehen dann wieder hoch. So, dann passt das, denke ich. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, jetzt möchte ich aber erstmal eben einen Schluck trinken hier. So. Essen brauche ich. Ja, obwohl, doch, komm. Wir essen mal eben Stückelein. Da. Machen wir einmal eben voll. Dann passt das. So, wir hatten beim letzten Mal unsere Gebäude fertiggestellt. Also die Scheune und das Nahrungsmittellager. Sehr gut. Wilhelm, der arbeitet hier, macht Holzstämme. So, hier hätten wir die Werkstatt. In der Werkstatt kann man auch Sachen herstellen. Das ist gut. Ist aber noch gesperrt. Ah, nicht alles, aber Fackel, Weidenkorb und Holzschale. Das könnten wir machen. Aber ich lasse das erstmal noch. Denn ich bin noch nicht so weit. So, aber ich will mal eben gucken. Gebäude. Ich glaube, die Küche hatten wir neu dazu bekommen und die Kräuterhütte, ne? Brunnen, Kräuterhütte, da. Ein Produktionsgebäude. Die hier beschäftigten Arbeiter stellen verschiedene Tränke her und sammeln Kräuter und Pilze in der Wildnis. Zu seiner Einrichtung zählt ein Kräutertisch. Holzschuppen, Mine, okay. So, Jagd. Jagdhütte 2. Haben wir nicht genügend Technologie. Tierhaltung, Dienstleistung, Bauhütte, Marktstand, Gewinnung. Aber wo ist denn die Küche? Gewinnung, Häuser. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder gehört das woanders zu Produktion? Ja, da ist es. Küche. Die hier beschäftigten Arbeiter stellen die verschiedensten Speisen her. Zu seiner Einrichtung zählen ein Grillrost, ein Kessel und ein Backofen. Brauchen wir eine Küche? Oh, das scheint sehr groß zu sein. Ei, brauchen wir auf jeden Fall wieder Arbeiter, ne? Na, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Mal das ein bisschen drehen. Sollte aber schon so ein bisschen mittig auch sein, ne? Mal eben gucken, kriegen wir das hier platziert? Mit ein bisschen. Nee. Hier ist wieder jede Menge im Weg. Warte mal. Der Birkenstumpf muss eventuell weg. Oh, hier die Zweige. Zack. Mhm. Und wo habe ich das jetzt gefunden? Ich habe das schon wieder vergessen. Möbelfallendekoration. Okay, wäre es nicht. Handarbeit, Weg, Gebäude.
Dienstleistung, nicht. Produktion, da. Küche. Der Platz reicht immer noch nicht, ne? Ich werd bekloppt. Es würde gut hier zwischenpassen. Wasser wäre in der Nähe. Fleisch bräuchten sie auch nicht weit laufen. Wir machen das hier hin. Warum auch nicht? So, nehmen wir die Baumstümpfe weg. Die brauchen wir sowieso gleich. Ich hoffe, das wird nicht zu eng. Aber wir lassen uns mal überraschen. So. Oh, wir brauchen Steine. Okay. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Zack. Und sobald die Küche fertig ist, werde ich den Wilhelm da reinschicken. Weil er war, glaube ich, in der Küche besser, oder? Nee, oder war das jemand anders? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand war in der Küche gut. So, aber erstmal sammeln wir hier die Steine. Und gucken mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. So. Zack. So, Stock und Stein. Yes. Holzstamm. Kein Problem, wir haben genug. Die hier rumstehen. Gut, dann mache ich sie doch alle weg. Eigentlich wollte ich die für die Optik noch ein bisschen behalten, wenn die ja nachwachsen. Aber ich werde sie doch wegmachen. Ich glaube, das wird sonst zu eng. So. Musik ist auch wieder sehr schön. Gefällt mir. Aber ich glaube, die Küche geht schnell. Die dauert nicht so lange wie der Rest. Glaube ich. Na? So. Guck mal hier. Das ist fertig. Gut, haben wir noch irgendwo einen Baumstumpf? Ja. Perfekt. Wir haben sogar jede Menge Baumstümpfe. Ei. So. Gut, da fehlt uns Stroh. Baumstamm. Holzstamm. Viel mehr. Okay. Ich hole mal eben Stroh. Ist ja nicht weit. Hier vorne unser allseits beliebter Hotspot. So. Ja, guck mal, hier ist wieder genug Ried für uns. Stecken wir uns alles in die Tasche. So.
So. Give me the read. Vielen Dank. So, wir nehmen gleich wieder ein bisschen mehr mit. Man weiß ja nie. So. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Nehmen hier vorne die Baumstämme noch mit. Zack. Denn wir müssen sowieso gleich Brennholz machen. Das passt eigentlich ganz gut. So. Zack. Dann hier nochmal. Okay, jetzt fehlen uns Stöcker. Kriegen wir hin. Mal hier die Zweige weg. Hier liegt auch noch jede Menge rum. So. Zack, einmal Stroh weitermachen. Perfekt. Jo. Die Seite ist auch fertig. Dann hier nochmal. Oh, Holzhammer kaputt. Das finde ich aber nicht gut. Immer rin mit dem Stroh. Bauarbeiten abgeschlossen. Küche. Voll cool. Haben wir wieder ein Gebäude mehr. So, ich werde nochmal ein bisschen Holz herstellen. Brennholz. So. Und die Mädels brauchen Messer. Okay, Stöcker und Steine. Sollen sie kriegen. So, und wenn wir das gleich haben, dann gehen wir Richtung Unigost. Nochmal Richtung Gustovia. Und gucken nochmal, ob da fähige Arbeiter sitzen. Denn ihr habt mir geschrieben, dass die auch wechseln. Das sind nicht immer dieselben, die da sitzen. Das finde ich voll gut. Das heißt, wir könnten dieses Mal ein bisschen mehr Glück haben. Aber wir gucken gleich. So, erstmal will ich den Mädels wieder Messer machen. Damit die zufrieden sind. Mehr herstellen. Zwei Stück. So. Zack. Da, Steinmesser. Zwei Stück. So, bitteschön. Viel Spaß. So, ich werde jetzt mal eben was essen. Oh, Steinpilz kann man auch essen. Hm. So.
Einmal was trinken. Und jetzt haben wir noch Zeit. Das heißt, wir gehen Richtung Gustovia. Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie sich das verändert hat. Hat schon was. So, vielleicht finden wir unterwegs noch ein Wildschwein oder was ähnliches. Wäre natürlich super cool. Für unsere andere Quest. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptfokus liegt jetzt erstmal auf der Geschichte hier mit... Wo ist es? Habe ich gar nicht aktiv, ne? Da, Unigost. Jo. Wir haben wunderschönes Wetter. Es regnet nicht. Der Regen ist hier auch echt übel manchmal und sehr laut. Aber das ist richtig gutes Wetter. Können wir uns nicht beklagen. So, und hier vorne sitzen schon wieder drei. Das ist gut. Chava, oh, ein Mann. Bernadetta und Medar. Okay, ich fange mal hier bei ihm an. Worin bist du besonders begabt? Ich mag einfache, harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt und meine Muskeln stählt. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten, wenn es nötig wird. Okay. Das ist keiner für ihre Küche. So, er hier, Meda. Worin bist du besonders begabt? Ich mag einfache, harte Arbeit. Ah ja, das ist okay. Das sind Männer fürs Grobe. Der ist 20. Ich glaube, ich nehme ihn mit. Gut. So. Bernadetta. Okay, Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich ohne Schwierigkeit mich selbst versorgen. Ich finde immer etwas. Interessant. Also wäre sie so eine Allrounderin, ne? Jäger, Pilzsammler, Gedöns. Oh, Unigost, bleib mal stehen. Hallo Unigost, lange nicht gesehen. Hallo mein Junge. Aber wirklich, Rasimir, wie ist es dir ergangen? Großartig. Ich habe kürzlich Wohlrat getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Lordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt. Ehrlich gesagt ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh, du hast also von ihr gehört. Ja, Wohlrat hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Die Geschichte muss jemand anderes erzählen, hat er gesagt. Unigost? Das ist nur sehr seltsam. Warum hat er das ausgerechnet so gesagt? Wirklich seltsam. Kes, ich meine sie, nun ja, sie gehört zur Meute und das war's auch schon. Du hast recht, entschuldige, ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema, weißt du, Kestrel war... ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das letzte Mal begegnet sind. Lordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen, also entschieden wir, uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an, rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Lordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinem Pferd ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte.
und den Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen? Ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Lordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ja, da bin ich auch sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Lordans Wunde und Lordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambo und ich sie gerade dazu an, sich uns anzuschließen. Als wir unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu. Ohne zu zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst und ihre Familie lässt man nicht einfach so zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das 5. Pferd war für Wohlrat, nicht wahr? In der Tat. Sein Name war Klette, ein Name, der nicht besser zu seinem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Lordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinem Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab's das eine das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Lordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe nicht so oft? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Lordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn verändert hätte. Aber er veränderte sich nicht. Konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel, einer Liebesbeziehung. Selbst Sambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel. Oh, wie fies. Lordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen. Also kehrte er wieder da zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kessel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen. Wirklich weh, besonders weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie. Rasimir, ich liebte Kessel von dem ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Lordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Lordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber ja, es lässt sich nicht neu leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu warnen, während ich mein eigenes hütete. Es war so erschöpfend, wenn ich ehrlich bin, doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte damit nicht aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigos, es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Lordan der Vater? Lag ich bei der Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Ich würde es nicht großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben. Eine Lüge leben, wie ein Feigling. Die finstersten Gedanken gingen mir in diesen Momenten durch den Kopf. Ich gebe mir immer noch die Schuld deshalb. Habe ich mir etwa insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert? Dass was passiert?
Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben, doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Als Lordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen. Endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Lordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht. Gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganzen eigenen Grund zur Trauer hatte. Unigos, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast. Was ihr alle durchgemacht habt. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kessel zurückkehren. Und Lordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag. Alle verzehrt von den Flammen. Als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir. Also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambor es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Nein, nichts. Gib Acht auf dich. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Was für eine krasse Geschichte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt doch mal ein bisschen was Ernsteres. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Wir haben wieder Reputation dazu gewonnen. Ich werde jetzt kurz nach Hause gehen. Mich um unseren neuen Dorfbewohner kümmern, dass er einen Schlafplatz hat. Ist ja auch wichtig. Und dann werde ich ihm Arbeit zuweisen. Und dann gucken wir mal. Eventuell schicke ich Wilhelm in die Werkstatt. Ich glaube, der war in Werkstatt ganz gut. Hattet ihr zumindest geschrieben? Das werden wir gleich überprüfen. Euren Tipp. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ich schicke den neuen Mann zu Alice, weil Alice hat noch keinen Bewohner. Oder? Nee. Wilhelm. Nee, Chabor. Ja. Guck mal. Chabor geht hier mit rein. Und alles ist wieder im Lot. Keiner meckert. Oh, hier fehlt Wasser. Und Essen. So. Oh, was ist denn nur los? Ganz schön dunkel hier. Gut, ich werde mal den Tag eben skippen, damit ich ein bisschen mehr sehe. So, einmal bis zum nächsten Tag. Perfekt. Hab ich hier noch was drin? Nee. Mal ein Feuer anmachen. Sehr gut. Gut, dann geht der Chabor. Geht für den Wilhelm hier ran. Chabor, Holzfäller, ja. Hat das jetzt geklappt? Nee, hat nicht geklappt. So, jetzt aber, oder? Ja, Chabor ist jetzt hier, der Chef. Und in die Werkstatt geht Wilhelm. Werkstatt. Wilhelm. Ja, der hat nämlich drei, guck mal. Sehr gut. Jetzt weiß ich nur nicht, was er für Werkzeuge braucht. Kann ich leider nicht sagen.
Okay. Aber warte mal. Liegen hier Steine? Ja. Die nehmen wir uns mal eben. So. Machen mal. Oh, wir brauchen Stöcker. Gut, habe ich nicht drauf geachtet. Liegt noch ein Holzstamm. Stöcker, Stöcker, Stöcker. Dann machen wir mal eine neue Axt, damit der gute Mann da gleich arbeiten kann. So. Hier ist auch noch einer. So, bitteschön. Sehr gut. So, dann packen wir das Ding hier rein. Wobei, ich weiß, ich muss das nicht hier reinpacken. Ich mach's aber trotzdem. Ich find's halt praktischer. So. Jetzt gehe ich hier nochmal gucken. Kann ich das hier sehen? Chabor? Handwerker. Symbol das, okay. Konnte man das nicht sehen, was die brauchen? Einfache Fackel. Warte mal. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Chabor ist da, der Holzfäller. Und hier drüben? Wilhelm. Ah, okay, okay. Alles klar. Jetzt habe ich es gesehen. So, jetzt muss ich die Produktion einstellen. Weidenkorb. Brauchen wir nur Stöcker für. Machen wir mal hier so 10 Holzschale. Brauchen wir Holzstamm. Ja, gut, das dauert jetzt einen Moment. Ich mache mal das, was alles geht. Machen wir mal. Haben wir da 20, hier 20. Da auch. So, das lassen wir so. Und dann gehe ich hier drüben das auch nochmal machen. Wenn das nicht sogar noch drin ist. Ja, ist noch drin. Status Arbeit. Das ist gut. So, jetzt meckert aber schon wieder jemand. Und ich weiß nicht warum. Komisch. Wahrscheinlich wegen der Küche hier. Oder? Oder haben die Frauen wieder nichts zu tun? Steinmesser ist drin. Trockenfleisch. Nehme ich mal raus. Na, ja, die Frauen sind unterwegs. Das war unser Nahrungsmittellager, ne? Ja. Das läuft soweit. Fleisch und Beeren, alles drin. Ja, kann man nicht meckern. Gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Päuschen. Gucken, wie sich das entwickelt. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber Spielen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. In der Zwischenzeit stelle ich mich hier hin und gucke dem Chabor auf die Finger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.